Händlerbereich. 5. Wo soll ich mir die rausschneiden? Kann ich helfen? Weiß ich noch nicht. Bitte sehr. Danke sehr. Unkraut. Ach nee, Unkraut hatten wir ja abgegeben. Das hatte sich ja schon erledigt. Zielmodus. Zielmodul. Okay, ich könnte hier aber die Dinger zumindest kaufen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Hier nehmen wir mal hier wieder von denen ein paar mit, ne? Ah. Raumanzug EMP. Ein Gerät, das bei Auslösung eine kleine Leere verursacht, ohne dabei die Hülle zu bestätigen. Es kann in einer handgehaltenen Waffe abgefeuert werden, da die EMP nur eine sehr begrenzte Reichweite hat, muss sehr genau gezielt werden. Brauchen wir das? Nehmen wir einfach mal mit. So. Tja. Also Fleisch muss hier, oder dieses Steak, muss sehr selten sein. Hat der gerade Madam gesagt? Seit wann sind wir eine Madam? Wir könnten 6 von den Dingern bauen. Raumanzugsbombe. Mal gucken. Kann ich helfen? Bitte sehr. Wann wir die gebrauchen können. Viel Glück da draußen. Danke sehr. Vielleicht hat der andere Händler noch das, aber wahrscheinlich eher nicht. Ist halt wirklich die Frage, wie man an dieses Steak rankommt. Kann ich helfen? Bitte sehr. Geld, 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 Geld. Hallo. Hallo. Kommst du da weg? Ja. Was haben die sonst hier noch? Meierstaub? Nee. Oh, beides nicht. Verkauf und Angebot nicht. Drohnenbauteile. Beschützion. Was ist ein Beschützion? Dieses Schiff kann diesen Wert nicht. Beschützion. Beschützion. Waren. Ah. Beschützion ist ein neuartiges Kondensat, das von der North River Company vertrieben wird. Selbst in kleinen Mengen kann es verwendet werden, um die Stationen des Habgier-Systems vor der zerstörerischen Flut zu schützen. Aha. Obwohl es für das Überleben von Tausenden von Menschen entscheidend ist, ist nicht viel über diese rätselhafte Substanz bekannt. Okay. Das verkaufen die? Also ich würde es mir ja dreimal überlegen, die Scheiße zu verkaufen, wenn es das ist, warum ich überhaupt lebe. Ach nee, Moment, die brauchen das. Die haben nur 25 auf Lager. Beschützion. Ist ja wirklich die Frage, woher das kommt, ne? Weil ansonsten ist das ja, also wahrscheinlich wird es auch ein bisschen kosten im Zweifel, aber...
klar. War doch noch. Da. Ich habe etwas Arbeit. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Hecke! Wir planen den Überfall auf eine Station. Geschützturmkontrolle. Machen wir. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Ach, die ist doch sogar da. Na dann. Aber die anderen Stationen halten ja auch durch, ne, eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf, also irgendwie. Erfolgreich angedockt. Willkommen! Sein, dass man so schneller ist? Nee, doch. Oder? Nee, das sieht natürlich so aus. Das sieht nur so aus, dass man schneller wäre. Ah, kommen die Kohlen rein! Die Kohlen kommen da rein! Ja. Kann ich helfen? Weiß ich noch nicht. Bitte sehr. Danke sehr. Was? Geschützkontrolle. Die war hier, ne? Ne. Ne. Da. Ach, wir haben auch nur noch einen von dem Ding. Na dann. Hallo. Daten erfolgreich entschlüsselt. Okay. Auf welche Daten? Weiß keine Sau. So. Oh nein, der ist wieder woanders hin. Wisst ihr was? Fertig. So, Lektion im Handel.
Die nehmen wir jetzt mal an. Autopilot eingeschaltet. Schauen, ob mein Schürfer da irgendwie schon gelandet ist. Sehen, ehrlich gesagt nicht. Erreiche Habgier 1. So war das jetzt aber nicht gedacht mit dem Bergbau, ne? Der hat jetzt Eis geladen, oder wie? Ich sehe es nicht. Der hat gar nichts geladen. Hä? Du fliegst jetzt erstmal da unten hin. Gut, hätte ich mir vielleicht auch denken können, dass das hier... Autopilot ausgeschaltet. Schrottverarbeitungsfabrik. Andockerlaubnis erteilt. Hallo, es ist mein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Herr Dagobas Lahubasis Yorelos III. Kommen wir gleich zur Sache. Wie viel, sagen Sie, wollen Sie für diese Rumpfteile bezahlen? Ich weiß, der Preis ist niedrig, aber hören Sie mich an. Sie schwimmen praktisch in diesen Waren. Sie belegen Lagerraum und behindern Ihre Produktion. Eifrige Käufer wie wir tun Ihnen einen Gefallen. Ich weiß nicht, woher Sie diese Idee haben, aber wir müssen dieses Angebot ablehnen. Das ist nicht profitabel für unsere Station. Vielleicht könnte ich Ihnen stattdessen die Waren umsonst aus den Füßen schaffen. Nein, der Preis muss höher sein. Ja, ich verstehe. Allerdings muss es unter den Preisen der Planetengemeinschaft bleiben. Ja, wir können ziemlich tief gehen. Hä? Ja gut, der erste war schon mal verkackt, aber ich mache Hochzeit. Ein wenig höher ist in Ordnung. Okay, ich glaube, wir sind im Geschäft. Großartig.
Ich werde alles arrangieren und Sie können Ihre Handelsschiffe bereit machen. Es ist schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Herr Dagobas Lahubasis Jorillus III. Das Name. Okay. Das lief recht schlecht. Ich glaube, wir hätten einen niedrigeren Preis für das Produkt aushandeln können. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie während des Feilschens besonders hilfreich waren. Aber keine Sorge, wir unterbieten immer noch die Planetengemeinschaft. Jetzt ist es an der Zeit, Gewinne zu machen. Kaufen Sie auf dieser Station Waren und finden Sie auf dem Marktplatz profitable Handelsgelegenheiten. Schiffswerften und Raumdocks sollten profitable Käufer sein. Jetzt suchen Sie die Höchstbietenden und machen Sie ein Vermögen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber egal. Weil ich hab ja keine Informationen über die Lage momentan, ehrlich gesagt. Ich dachte ja, er bringt mir was bei und nicht, dass ich ihm was beibringe. Geht doch nicht. In Anerkennung für ihre Bemühungen und des großen Nutzens, die sie uns gebracht haben, freuen wir uns, ihnen eine Beförderung anbieten zu können, natürlich. Wir laden sie hiermit formell ein, Theremonie. Schon. Schon. Oh ja, Tatsache. Das ging schnell. Du warst auch gerade mal auf Stufe 7 oder so, ne? Das ging flott. Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu Gladius. Hallo. 400. Ja, okay. Irgendwann nicht verstanden? Doch, ich soll das mit meinem Schiff abtransportieren, ne? Ja, dafür müsste ich halt ein Transportschiff haben, ne? Aber ich hab keins. Wobei wir uns, glaube ich, eins kaufen könnten. Moment. Beziehungsweise... Ne, das ist der Mineralien. Ja, wir hätten eins. Wir hätten das hier. Können wir auch nicht 400, oder? Oder konnten wir einfach nur nicht mehr mitnehmen? 324, ich glaube, wir konnten nicht mehr mitnehmen.
Oh, ein bisschen schneller. Ich brauch dich. Ey, Mann, mach mal hin, ey. So. Dann kommst du jetzt dahin. Scheiße, der hat auch nicht genug. Das ist jetzt nicht so ganz überlegt irgendwie, die Mission, habe ich das Gefühl. Was ist jetzt hier schon wieder los? Handel bestätigt. Sende Ihnen jetzt die Informationen. Ja. Plupp, plupp und plupp.
erteilt. Das ist jetzt alles ein bisschen optimal. Irgendwo hier muss ja ein Sprungtor sein, ne? Theoretisch. Aber wo? Der geilste Weg, aber immerhin. Guck mal, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dem zuzugucken. Und gegebenenfalls werde ich hier einen Cut machen. Nice, ne? Wo ich dem hier gerade so zugucke, fällt mir aber auch gerade ein. Können wir natürlich den hier auch mal verwenden, ne? Okay. Ein Glück mehr habe ich nicht zugesehen, wie das Ding gerade explodiert ist. Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen gerade. So. Damit sollten wir die Aufgabe eigentlich haben, oder? Haben wir auch nicht.
Also das mit dem Schürfen funktioniert ja wundervoll, ne? So, wir haben... Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Dies ist Wellenbrecher. Die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, Ihren Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Das war's vorerst. Sicheren Flug. Was ist der Typ? Ach, der fliegt jetzt gerade automatisch raus. Okay. Der wartet, also die warten tatsächlich. Okay. Achso, der ignoriert den Befehl auch komplett. Okay. Na gut. Können wir ja hier weiter gucken. Wo ist mein Miner da? Sag mal, willst du irgendwie hier verarschen oder was? Vereischen? Das Handelsangebot gefunden. Fliehen. Okay. Mit welchem Befehl hat der hier oder was? Auf Signal warten. Natürlich die Frage, wann das jetzt losgeht hier, ne? Aber nun gut.
Können wir dem mal zugucken. Beim Nichttun. Okay. Also wenn du jetzt hier kein Eis findest, ne? Wäre ich aber ein bisschen pissig. Überall ist hier Eis. Geht doch. Ach, der kann nur die kleinen Dinger machen, oder? Achso, das macht natürlich auch Sinn irgendwie, ja. I see where the problem is. Gut, aber den beim Schürfen zuzusehen, ist jetzt auch nicht, also das ist ja fast hier. Als ob die hier für ein Theater üben mit dem Tanz hier. Ja, ich guck dir zu. Was du da für eine Scheiße machst. Verstehe halt nicht so richtig. Die KI versucht sich, glaube ich, irgendwie zu diesen Teilen auszurichten und dann. Werden die irgendwie eingezogen, aber. Richtig verstehen tue ich nicht, was da passiert jetzt gerade.
Tja. Ist denn das jetzt durch? Immer noch nicht. Wie lange dauert denn das? Oder bin ich hier auch fehlerhaft? Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie sich in Sicherheit gebracht haben, denn gerade bricht die Sonne aus. Die Flut wird nun das System durchqueren und mit heftiger Kraft Stationen und Schiffe gleichermaßen beschädigen. Passen Sie auf sich auf. Ich weiß leider nicht, wo die Sonne ist, ne? Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Scheint jetzt aber erstmal soweit okay gewesen zu sein. Ja. Ja, keine Ahnung, sieht erstmal in Ordnung aus. Allerdings noch nicht los. Jetzt hat es das Geräusch aufgehört und jetzt fliegen die auch los. Okay. Ja, okay. Verstehe. Das ist halt auch ein bisschen affig, dass ich wirklich die 400 komplett kaufen muss und nicht irgendwie, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendwie angezeigt bekomme, wo ich die Scheiße verkaufen soll, aber schauen wir mal. Der war aber...
Der war gut dabei, würde ich mal sagen. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Immerhin. Und er scheint zurückzufliegen, okay. Na dann. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten am Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Ja, wo ist denn das Schiff? Ja, wo ist es denn? Ich hoffe, ihr habt alle eure Sonnenbrillen dabei. Also wenn nicht, ist jetzt eh zu spät. Jetzt nenne ich mal einen Einflugwinkel. Boah, der ist sogar neben mir gelandet. Warte mal, kriegt man hier? Ne, hier kriegt man nur das normale Fleisch.
So, dann machen wir das jetzt hier. Bettler befinden sich an Bord dieser Fabrik. Bitte unterstützen Sie diese professionellen Bettler nicht. Wenn Sie Credits übrig haben, geben Sie diese an eine der eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen. Hallo. Gut, dann fliegen wir da mal hin und schieben die Dinger weg. Alter, bring jetzt die Scheiße da hin. Ansonsten, weiß ich nicht. Kann ich nicht. So nicht. Hä? Ich denn nicht helfen, jetzt dann nicht einlagern. Ich werde dir noch verrückt. Achso, ja, ist Container halt kein Feststoff, ne? Ist mir glaube ich schon mal aufgefallen. Fällt mir gerade ein. Erreiche Habgier 4. Ach, ist das alles dumm. Ja. Autopilot. Ausgeschaltet. Wellenbrecher. Ja. Okay. Scheiße. Dies ist doch alles beschiss ist dies. Beschiss. Undock-Erlaubnis erteilt. Ja. Ist ein bisschen suboptimal, ne? Da kommt natürlich jetzt noch die Frage, warum hat mir das keiner von euch gesagt? Ja. Hättet ihr wenigstens mal drauf hinweisen können, dass ich da Scheiße baue gerade. Scheiße. Ja. Gut, wir müssen erstmal das Modul finden. Dann das Modul kaufen. Willkommen! Willkommen auf Wellenbrecher, Reisender. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Danke, 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 danke. Und dann müssen wir das bauen halt. Gut, dann hätten wir aber auch zumindest Lagerbereiche für die ganzen anderen Stoffe. Das wäre auch nicht schlecht. Aber, ach so, ist hier gar nicht, okay. Ach so, nee, Moment, ich muss wahrscheinlich die Mission natürlich auch auf aktiv setzen. Ist doch hier, oder? Oder? So aus, als ob das hier wäre. Bitte denken Sie daran, dass jede Kreatur, die Sie auf diese Station bringen, Gladius. Okay. Fliege ich jetzt zurück.
Autopilot eingeschaltet. Wieso können die Terraner eigentlich so gut mit potenziellen Kriminellen? Das verstehe ich nicht so richtig. Wir sind mit der halben Galaxie verfeindet, aber die Kriminellen, die mögen uns. Sind wir etwa das Imperium? Habgier 1. Eieiei. Gut, vielleicht kann ich bei denen ja auch Feststoff-Lagertanks kaufen, so kleine. Muss ich vielleicht nicht durch die halbe Galaxis. Das wäre jetzt zumindest zu wünschen. Ist das ein Eisblock? Das ist doch hier Eis. Asteroid. Tatsache. Ich frag erst gar nicht, wie der hier draußen überlebt hat. Unzureichende Geldmittel. Ja, wenn du mal ein bisschen mehr handeln würdest, ne? Dann hättest du viel mehr Geldmittel. Aber wir können dem ja auch nochmal was zuschießen, tatsächlich. Weil wir ja mittlerweile auch wieder ein bisschen was haben. Baubudget. Ja, jetzt kauft jemand Energiezellen. Autopilot ausgeschaltet. Schiffswerft der Sturmflutstreicher. Ist eigentlich mein Kompagnon schon wieder? Erfolgreich angedockt. Okay. Gut, aber die Schiffswerft, die nimmt ja auch die Höhenteile an. Oder? Minus 7%. Also irgendwo müssen wir dieses Bichuzion herbekommen. Das ist ja hier. Gut, das kostet aber wahrscheinlich auch 25.000 beim Einkauf. Also das ist wahrscheinlich auch egal dann. Schiffe kaufen. Verdichterschiff. Was ist denn ein Verdichterschiff? Ja. Also nicht mal so teuer, ne? Konstruktionsschiff. Aber 9 Millionen ist noch ein bisschen teuer.
nicht so teuer. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Gut, trotzdem Verdichterschiff. Kurz mal geguckt. Mhm. Gut. Wie ist das Ding? Teuter. Teuter! Teuter! Beim Teutates! Schwer. Teuter. Verdichterschiff. Mit dem Aufkommen der Dunkelheit war Birgir gezwungen, sich auf eine Flotte gestrandeter Schiffe zu verlassen, die von der Sprungtour abgeschaltet und bla 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 bla. Mit der Einführung der Großangelegenheit wieder. Gut, das haben wir alles schon mal gelesen. Ja, keine Ahnung, ne? Was ein Verdichterschiff macht im Zweifel. Tja. Wäre jetzt schön, wenn man das hier noch googeln könnte. In Anführungsstrichen, in der Enzyklopädie. Dann könnte man wissen, ein Verdichterschiff ist ein... Ich gehe jetzt mal von einem Transporter aus, ich weiß es halt nicht. Aber das ist ein Transporter, der halt sehr, sehr gute Lagerkapazitäten hat, weil das alles verdichtet wird dann. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wer weiß. Aber... Das wäre jetzt so die einzige Erklärung gewesen, die ich habe. Guten Tag, guten Tag. Achtung! Hallo? 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 Sind Sie? Sind Sie hier der Typ, der hier... Ja, Sie sind der Typ. Toilette! Ich muss auf die Toilette! Viele von uns haben Ihre Arbeit mit großem Interesse beobachtet und möchten Sie dafür belohnen. Daher freue ich mich, Sie als Zeichen unserer Wertschätzung mit einem neuen Rang auszuzeichnen. Natürlich werden wir Sie auch mit Vorteilen belohnen. Diese Vorteile sind an Ihren Rang gebunden, sodass Sie verloren gehen, falls Sie sich gegen uns wenden sollten. Angesichts der Tatsache, wie Sie uns in der Vergangenheit geholfen haben, sehe ich das jedoch nicht als echte Sorge an. Ich hoffe, Sie finden diese Belohnung passend zu Ihrer geleisteten Arbeit und können das Beste draus machen. Noch einmal, wir wissen sehr zu schätzen, was Sie bisher für uns getan haben. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Machen Sie es gut! Eine Frage! Beinhaltet der Rang auch, dass ich auf die Toilette kann? Toilette! Wo ist die Toilette? Oh, verflucht. Pinkel ich ihn halt hier in die Vase im Moment. Schön. Oh. Ich bin fertig. So. Gut. Also, wir haben jetzt einen, Achso. Moment. Ihr müsst nicht gleich wegrennen, nur weil die Pflanzen vergammeln. Oh. So. Blaupause. Module. Lagemodule. Der Beschütze- und Schildgenerator wurde vom Forschungs- und Entwicklungsteam der Das ist ein Lagermodul? Diesen Prozess wird dem Beschützium verbraucht. Er ist so konstruiert, dass er ein Schutzschild erzeugt, der die gesamte Station von einer verheerenden Auswirkung der Flut schützt. Also im Grunde genommen brauchen wir das, wenn wir hier eine Station aufbauen wollen.
Ansonsten dürfen wir alle 5 Minuten die Station reparieren. Ist jetzt nicht so teuer, aber erstmal an dieses Beschützion halt rankommen, ne? Also viele Sachen haben sie auf jeden Fall nicht. Gut. Machen Sie es gut. Ja. Sie auch. 20 Millionen. Machen Sie es gut. Schönen Tag noch. Toilette? Toilette. Guten Tag. Muss ja nicht gleich abheben. Ja, dann müssen wir doch einmal quer durch die Galaxis. Guten Tag. Guten Tag. Viel Glück da draußen. Danke sehr. Yeah. Schon schneller geduckt, oder? Irgendwie sieht das danach aus. Keine Ahnung. Gladius. Hallo. Guten Tag. Besitz. Wir haben hier einen Schürfer, dann haben wir den hier. Der macht scheinbar auch Sachen gut. Dann haben wir den hier, der steht da noch. Den packen wir jetzt auch hier rein. So, der hier, umbenennen, Fluppi, umbenennen, Fluppi, M, Try, so, und M, Try, Eis. Oh, 10, ne? So, 10 MT Trader. Achso, T, ja, M, so. Und der macht Wasserstoff. Liegt das richtig im Kopf ab. Genau so schreibt man Wasserstoff. Wasser. Pff. So, Wasserstoff. Und dann. Ja, sollten wir das auch gleich kopieren können. Und nehmen wir hier hin. Dann ist das die 11 und dann ist das Silizium. Erreiche Habgier 4. Das hier ist die 12 und das ist ein Small und der nimmt Erz. So. Lieber. Wissen wir nicht.
bist aber ganz gut. So. Ja. Hier irgendwie runterkommen. Metallmikrogitter mitnehmen sollen, ne? Fällt mir gerade nur so auf. Scheiße. Erreiche System. Windfall. Automatischer Handel. Aber wird immer teurer auf jeden Fall. Wir haben hier gut weggekauft. So. Dann gehen wir dahin. Geben ihm die ganze Scheiße. Dann gehen wir dahin. Tun uns die ganze Scheiße. Haben wir erstmal ausgesorgt für die nächsten 50 Jahre. So. Dann wir hier hin und machen Ware transferieren und machen das hier. So. Erreiche Windfall 1 Unionsgipfel. Bei dem müssen wir auch gleich nochmal rauf. Oder müssen, aber mal gucken. Dann haben wir noch das hier zu machen. Bei den Sigaris. Und dann haben wir die Mission, die Hauptmission hauptsächlich noch. Wundervoll. Autopilot ausgeschaltet. Raumdock des Vigor-Syndikats. Hier immer rüber geschoben und dann müssen wir in die Garde und der schiebt seine Scheiße auch noch rüber und dann hoffe ich mal, dass wir das dann hier geschafft haben mit der mit dem Handel. Sollte zumindest. Sind das eigentlich, da muss ich mal gerade gucken. Einstellungen, Steuerung, allgemein.
Ja. Nee. Was? Hm. Das ist ja auch suboptimal, ne? Dass nur für zwei Staffelbefehle überhaupt die Möglichkeit ist, was einzustellen. Hm. Das ist wirklich ein bisschen wärnisch. Also zurückziehen wäre ja auch irgendwie ein wichtiges Ziel, beziehungsweise eine sehr wichtige Anzeige, würde ich jetzt mal sagen. Na ja, gut. Wo wir aber hier gerade mal nochmal sind, Spieleinstellungen, Automa ja, Notfallauswurf ja, bla 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 bla, Zielhilfe an. Lassen wir erstmal noch, aber... Kopfbewegungsintensität. Mach das jetzt mal auf 10. Mal gucken, ob das hat dann... Oder ob das eine andere... Lass das erstmal so. Lilanes Schiff. Das ist ja auch eine interessante Bemalung. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Erwarte Befehle. Ja, danke sehr. Das kann ja eigentlich kein großes Ding sein, oder? Eigentlich sollte der das können. Sachen dabei. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. Ist doch ein bisschen größer, kann das sein? Scheiße.
Alter, jetzt verpiss dich! Jo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau so und nicht anders. Bitte unterstützen Sie diese professionellen Bettler nicht. Wenn Sie Credits übrig haben, geben Sie diese an eine der eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen. Und nun? Was ist das für einer? Der ist doch auch so ein... Oder ja. Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sie werden feststellen, dass der Teleporter nun eine viel größere Reichweite hat. Oh, haben wir das trotzdem geschafft, na, ist so schön. So, Laserkanonen. Oder Laserturm. Und Tauschkörper. So. Wenn ich das jetzt mache, dann... Scheiße ist es. Alle Scheiße! Schiff im Anflug. Hangarpersonal in Bereitschaft bleiben. Wie viel Kohle habe ich? 2,5. Gut, ich muss jetzt eh erstmal durch die halbe Galaxis fliegen, im Zweifel. Ja, wir machen das jetzt trotzdem. Gottes Willen. Sind das kleine Handelsschiffe? Ich dachte, das sind Medium. Fällt mir gerade mal so auf. Hä? Guck mal an, dann habe ich die auch noch falsch benannt hier.
Ja, gut. Wieder 2 Millionen verloren. Ach nee, ich hätte es einfach rausschmeißen lassen sollen. An alle Piloten, räumen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationseinganges. Danke. Gladius. Ach, guck mal an, die von den Argonen ist nochmal ein Ticken besser, ne? Ganz wenig. Auch ein Ticken besser. Die sind schlechter, okay. Die sind auch schlechter. Gut, also Schild und Dings ist auf jeden Fall bei den Terranern besser. Die Argonen können doch offensichtlich nochmal einen Ticken bessere... Dinger bauen. Genau. Antriebe bauen, so rum, so heißt das. So. Nein! Scheiße! Ich wundere mich gerade, was da ausgetauscht wird. Ui. Na gut, müssen wir dann irgendwann mal demnächst wieder umändern. Hättet ihr ja auch was sagen können, ne? Scheiße.